Wie kriege ich das jetzt hin? Oder geht das so besser? Ah, jetzt haut er ab, alles klar. Schnell runter und schnell rein. So. Achso, momentan ist es, gibt's die Seite. Fuck, ich hätte nach rechts rollen müssen. Momentan existiert die Seite 1029.io. Die ist richtig cool gemacht, da stehe ich voll drauf, so wie das aussieht. Und ja, da hängt's momentan. Also, da wissen die Leute jetzt nicht weiter. Ich habe da selbst sogar was rausgefunden. Stellt euch vor. Und zwar ist das so eine Seite. Wenn man die neu lädt, dann werden teilweise Wörter markiert. Und im Quellcode stehen irgendwelche Zahlen. Und dann, was auch noch ganz merkwürdig ist, ist, wenn man den Quellcode öffnet. Hallo? Genau, wenn man den Quellcode öffnet, dann gibt es halt den oberen Teil. Und der obere Teil. Ja, und dann gibt es halt noch den unteren Teil. Der obere Teil ist halt die Seite an sich und der untere Teil ist Verlinkungen zu Twitter, zu also Kram und hier Newsletter und so Quatsch. Und okay. Kriege ich das jetzt noch hin? Ja, müsste ich hinkriegen, weil das Ding gar nicht mehr drin ist. Okay. Ja. War hier irgendwo eine Tafel? Ja. Okay, wir haben alle gerettet. Das war hier drüben, ne? Ja. Flap. Wo war ich dran? Ach genau, und dieser Zwischenraum zwischen diesen, zwischen dem oberen und dem unteren Teil ist ganz merkwürdig, weil da ist Moment. Oh, das ist jetzt hier eine blöde Stelle. Okay. Haben wir geschafft. Da ist also ein ganz großer freier Platz. Wenn man den aber markiert, dann sieht man, dass, glaube ich, in jeder fünften Zeile ein paar Spaces sind. Was irgendwie, weiß ich nicht, warum macht man das? Das macht keinen Sinn. Und das ist halt mir aufgefallen. Ja, und da hängt es halt jetzt momentan. Wir müssen da nicht weiter und so. Aber die Seite gefällt mir voll gut, weil der Hintergrund, der ist so am Babeln irgendwie und irgendwie, ich weiß nicht, mir gefällt die Seite. Weil die ist halt so am Abspacken. Da sind manche Wörter, die sind so grisselig und so. Stehe ich voll drauf. Ist aber auch irgendwie gruselig. So, jetzt müssen wir hier den einen Dings killen. Oh, das war natürlich doof. Hallo, ich hab... Geladen hab ich doch. Okay. Jetzt komm mal wieder her. Okay. Das haben wir gut gemacht. Den brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Ich glaube, hier ist... Doch, hier ist wohl eins. Weil irgendwo in irgendeiner Kuhle gibt es nichts. So. Hm.
Gesundheit, meine Mutter hat gerade genießt, falls ihr das gehört habt. So, ich weiß nicht mehr, wie genau ich das hier getan habe. Können wir den vielleicht... Nee, schade. Nö, nö, ich bin nicht hier. Nein, nein. So, das war schön. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob die durch den Rauch durchgucken können. Aber ich glaube schon. So, okay, die nehmen wir alle mit. Komm her. Alle herkommen. So. 91. 91. Hui. So, und das da, was ihr da in der Mitte... War mich gerade am Kratzen. Ich habe gequicksaved, oder? Also halt. Okay, da hat man jetzt gehört, dass ich getroffen wurde. Ja. Jetzt müsste ich eigentlich schon wieder geheilt werden. Ja. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich dran am erzählen war. Aber egal. Puh, das war schlecht. So. Hui. Okay. Achso, genau, das da unten war eine Ebene, wo wir schon waren. Das war auch so, wo ich erzählt habe wegen den Scraps. Nee, Slicks. Dass man die hört, dass das so richtig ist, dass man die hört. So, da wäre dieser Geheimgang auch fertig. Ja. Fehlt nicht mehr viel. Hier gehe ich ungern drunter durch, deswegen roll ich. Rollig. Okay, wir haben ja wieder neue Chant-Funktion. Tippe den Sack. Sock. An. Um dir Felsbrocken zu holen. Man hätte auch einfach Steine schreiben können. So. Drei Felsbrocken haben wir. Einmal Quick Save. Und hier drüben ist ein neues Versteck. Und machen wir es hier erstmal gut. Und besuchen dieses kleine Geheimnis hier. Okay, das hier war im Original ein richtig ekelhaftes Versteck. Ach hier. Heißt das eigentlich Velocity? Ich glaube schon. War eben gerade oben Werbung. Ich glaube, das war auch ein Spiel. War das von Oddworld? Ich weiß es nicht. Irgendwas hat das mit Oddworld, glaube ich, zu tun. So. Ob ich das jetzt noch hinkrieg? Ich glaub nicht. Okay, er kann durch den Rauch durchgucken. Das habe ich jetzt gerade erfahren. So, jetzt müssen wir die beiden Mudakis, die da oben am Putzen sind, von den Minen weglocken. Also von der Mine weglocken. Und die dann aktivieren. Und die dann in den Nebel reinlocken. Nee, und den Stick rein. Okay, das ging super. Das Problem ist nämlich, Mr. Slick darf
die Mudaken nicht stehend sehen, weil die sonst direkt erschossen werden, meine ich mal. Und jetzt muss ich abwarten, dass sie sich hinfläzen und weiter putzen. Ich kann nämlich nicht sagen, dass die warten sollen, denn dann antworten die und das Lick weiß ganz genau, wo wir sind. So. Halte ich auch nochmal ab. Aber wenn das jetzt funktioniert so, dann hat das echt super geklappt hier. Jetzt setzt euch doch mal hin. Steht immer noch. Okay. Irgendwie hat das nicht gepeilt. Das ist schön. Puh. Gut. Der bleibt komischerweise sehr lange da hinten stehen. Aber der läuft jetzt da rein. Und wir haben freie Bahn, um alle zu retten. Erstmal mal trinken, ne? Oh. So. Kommt alle mal her. Bitteschön, ab in die Freiheit. Da ist Velocity. Ich glaube, das heißt Velocity. Ich bin ja auch nicht der englische Überking hier. Gonna get paid, gonna get paid. So. Jetzt noch einmal hier genau. So, du siehst mich nicht. Und das wäre auch geschafft. Ja, durch die ganzen Quick Saves hat sich das sehr vereinfacht. Deswegen habe ich auch den schweren Schwierigkeitsgrad genommen damit. Ne? So. Dann können wir uns neue holen hier. Ja, sehr schön. Warum ist er da unten? Ich dachte, der wäre immer hier oben gewesen. Okay, der liegt da. Okay, ich habe aber nur den einen erwischt. Der hat auch das eine Auge nur. Wunderbärchen. Nächster Checkpoint. Slog macht Bumm. Ja. Aber wie ihr euch vielleicht schon denkt, wie ich das jetzt schon sage, hier unten ist noch ein Geheimnis. Ich glaube, man kann da drüber springen. Ich meine, ich hätte das schon mal in einem Let's Play gesehen und dann ist das Lock nämlich einfach weg. Ja. Weil das sieht ja einfach so aus, als ob man hier nicht drüber springen könnte. Und ich glaube, im Original ist das auch so, dass man hier nicht drüber springen kann. Das ist ein bisschen merkwürdig, ne? Ja. Machen wir jetzt erstmal hier. So? Nee. Kann ich den wieder haben? Nee, darf ich nicht haben, der Kuller da jetzt. Jo? Ja. Aber mit Schmack ist hier hoch. Einmal chanten. Und ab ins Geheimversteck. Oh. Der Slog hier ist irgendwie ein bisschen buggy. Der fällt aber auch nicht die anderen Mudakens an. Was ich sehr nett finde. Komm mal her hier.